Also ich darf euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge Das schlaue Buch der Vielfalt heute begrüßen. Heute unterhalten wir uns über den Inklusionsbegriff. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Runde mit ganz verschiedenen Sichtweisen, die wir hier aufzeigen können. Doch zunächst mag ich die Runde vorstellen. Als Gast heute dabei Joachim Schulte, unter anderem Sprecher von Queerness Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen. Ja, dann schwenken wir rüber nach Rostock zu Erik Ortlieb und Anja Schulz. Hallo, ihr beiden. Weiter geht's nach Erlangen zu Ina Fischer und Jessica Bleifuß aus Schneverdingen und unsere Gebärdensprachdolmetscherin Caroline Barth. Mein Name ist Gracia Schade, Verbandsgemeinde Niederolm. Ja, wie immer haben wir ja was vorbereitet aus unserem schlauen Buch. Bei dem Inklusionsbegriff. Ich habe mal so ein bisschen rumrecherchiert und bin auf drei verschiedene Definitionen, Sichtweisen gestoßen. Eine vom Sozialministerium Bayern. Inklusion ist mehr als Integration. Die zentrale Idee der Inklusion ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung von Anfang an gemeinsam in allen Lebensbereichen selbstbestimmt leben und zusammenleben. Jeder wird von der Gesellschaft so akzeptiert, wie er ist und kann ein Leben ohne Barrieren führen. Soweit aus Bayern. Auf der Internetseite der Aktion Mensch ist zu finden, Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Egal, wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Jeder kann mitmachen. In der Charta der Vielfalt ist davon zu lesen, von Integration zu Diversity und Inklusion. Herkömmliche Gleichbehandlungsstrategien gingen oft mit der Erwartung einher, dass der, die einzelne Mitarbeitende oder Bürgerin sich in bestehende Strukturen bzw. die Gesellschaft integrieren, in Anführungszeichen, müsse. Diversity Management versucht in einem umfassenden Verständnis von Inklusion, Rahmenbedingungen so zu gestalten und bestehende Strukturen entsprechend zu verändern, dass jeder Einzelne in ihrer, seiner individuellen Vielfalt von Anfang an als zugehörig betrachtet werden kann. Ja, drei doch sehr unterschiedliche Sichtweisen. Ja, daher die Frage zunächst an unseren Gast, Joachim Schulte. Welches von Inklusion haben Sie? Und vielleicht mögen Sie sich auch noch ganz kurz vorstellen, damit wir einen Eindruck bekommen, was ist denn Queernet Rheinland-Pfalz? Ja, hallo zusammen. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung in diese Runde. Ein solches Projekt, das Sie ja alle vertreten an verschiedenen Orten in Deutschland, ist längst überfällig. Und das Spannende daran, finde ich, ist, dass es hier sozusagen vor Ort versucht wird, mit all den Hindernissen, Schwierigkeiten, aber natürlich auch Erfolgen umzugehen, die mit dem Thema der Integration von Menschen verschiedenster Herkünfte, Beeinträchtigungen und weiteres, worüber wir zu sprechen haben, einhergeht. Queernet Rheinland-Pfalz ist ein Netzwerk von Schwulen, von Lesbischen, von Transidenten, von Interpersonen, auch von Bisexuellen, die sich seit 15 Jahren, das es seit 15 Jahren gibt. Und wir sind im ganzen Land vertreten, vornehmlich in den Oberzentren von Rheinland-Pfalz. Um so Städte zu nennen, Trier, Koblenz, Landau, Mainz natürlich, und den umliegenden Umkreisen, die natürlich dazugehören. Und Verbandsgemeinden, was alles sozusagen drumherum ist. Und wir haben zwei Dinge unter dem Dach von Queernet Rheinland-Pfalz, das klassische Netzwerkarbeit macht, also zweimal im Jahr ein Treffen, wo sich ausgetauscht wird, was gemeinsame Anliegen und Aktivitäten sind. Haben wir seit 10 Jahren ein Projekt, das sich SCHLAU nennt. SCHLAU ist ein Akronym, das steht für Schwul, Lesbisch, Bi, Trans, Inter, Aufklärung. Und es bedeutet, dass junge Erwachsene, die in der Regel die Schule gerade verlassen haben, ein Programm in Schulen machen auf Anfrage hin, das ungefähr 4 Schulstunden dauert,
und wo Sie zu den Themenfeldern, die genannt sind, aus der persönlichen Perspektive sprechen. Also im Mittelpunkt der Schlauarbeit steht die biografische Erzählung. Und wir versuchen immer wieder, dass eben unterschiedliche Teamende in die Klassen oder auch Einrichtungen, also Bildungseinrichtungen generell, wir beschränken das nicht nur auf Schule, wobei Schule schon der Hauptfokus ist, unterschiedliche biografische Erzählungen auch den Jugendlichen dort präsentiert werden und sie natürlich Fragen stellen können dazu. Und wir verstehen das, und das, dann komme ich so ein bisschen auch zum Thema, wir verstehen diese Arbeit, obwohl sie ganz klar fokussiert ist auf das, auf die Themenfelder lesbisch, schwul, bi, trans, inter oder queer, könnte man auch zusammenfassend sagen, obwohl das klar der Fokus ist, verstehen wir diese Arbeit als ein Beispiel dafür, wie es gelingt, aber wo auch die Schwierigkeiten sind, ob Menschen gleichberechtigt und gleichwertig, das sind so die beiden zentralen Begriffe für uns, dabei sind. Und wir machen in dem dritten Schritt in dieser kleinen Fortbildungsarbeit und in den Workshops weisen wir immer wieder darauf hin und fordern die Schülerinnen und Schüler auf, andere Beispiele zu nennen, also die eben nicht im LSBTI oder queeren Bereich sind, um zu verstehen, dass das, was wir an dem Beispiel sprechen, für andere Bereiche ebenso gilt. Und das Zweite, was wir machen, ist seit 10 Jahren auch, wir bieten, haben ein Projekt aufgelegt, das auch die Landesregierung unterstützt, indem wir in den Oberzentren oder von den Oberzentren ausgehend sogenannte KoordinatorInnen haben, die dann an Jugendeinrichtungen herangehen, also an die MultiplikatorInnen, die dort arbeiten und natürlich auch an Einrichtungen der Erwachsenenbildung und familienunterstützenden Systeme, um dort entsprechende Informationen zu geben, als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen, Fortbildungen anzubieten. Ja, ich habe schon angefangen, was meint weiter Inklusionsbegriff. Wir verstehen darunter, also Teilhabe ist eine wichtige Definition von Inklusion, und uns ist entscheidend, auf was für einer Ebene das passiert. Und der Begriff der gleichen Rechte, die ja leider in dem Themenfeld immer noch nicht da sind, wo sich viel getan hat, aber ne, wir sind an der Stelle immer noch nicht am Ziel. Ich will nur den Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz erwähnen, der das Merkmal der sexuellen Identität nicht enthält und der seit, da bitte ich um Korrektur, aber ich meiner Erinnerung nach ungefähr 10 Jahren endlich dann das Merkmal der Beeinträchtigung zusätzlich enthält, nicht, dass hier eine Ergänzung passiert. Und so sagen wir seit Anfang an, dass es nötig ist, dass auch hier eben, dass da eine Gleichstellung passiert. Und der zweite Punkt ist Gleichwertigkeit. Und das ist der schwierigere Punkt, weil wir doch schnell merken, dass immer so ein Aber kommt. Also so, es ist so immer, ja, ja, es ist alles okay, alles prima, natürlich, wir haben überhaupt niemanden, wir haben gar nichts gegen irgendjemanden, aber so ganz ist es ja dann doch nicht okay. Und von daher gesehen bestehen wir auf Teilhabe, wir bestehen auf Gleichwertigkeit, und ein weiterer Begriff, den wir da auch gerne benutzen, ist der Begriff der Akzeptanz. Wir nehmen diesen Begriff im Unterschied zum Begriff der Toleranz, weil wir davon ausgehen, dass Akzeptanz ein aktiver Prozess des Interesses und gleichzeitig aber auch des Sich-Mitteilens des eigenen Anliegens ist. Während Toleranz wir mehr verstehen als einen Begriff, der Grenzen definiert. So nach dem Motto, geh du nicht in meinen Vorgarten, dann gehe ich nicht in deinen Vorgarten. Und dann gucken wir, dass wir die Grenze gut definieren. Da können wir auch ein bisschen streiten von mir aus drum. Aber dann ist so klar, du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Lass du mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Und das genau ist es nicht. Und von daher gesehen, also würde ich gerne, wenn es darum geht, den Begriff Inklusion mit Inhalt zu füttern, dann würde ich das gerne dazustellen. Es braucht das Interesse, es braucht das Aufeinander zugehen, das Wissen, was ist dein Thema, wo hängt es?
Und wenn diese Gespräche anfangen, haben wir immer die Erfahrung gemacht, dass wir sehr schnell auch bei Gemeinsamkeiten sind, wo es eben in Bezug der Bezug auf die Akzeptanz und die Teilhabe geht, aber gleichzeitig auch sehr schnell bei Unterschieden sind. Und es ist nicht gleich, ob ich sage, wir reden über die Akzeptanz von LGBTIQ oder queeren Menschen oder wir reden über die Akzeptanz von Menschen mit Beeinträchtigungen oder Menschen mit Migrationsgeschichte oder. Ich mag vielleicht mal ja, die Frage auch an die anderen hier in der Runde stellen. Von welchem Begriff gehen wir denn bei Kommune inklusiv aus? Beziehungsweise wie ist das Verständnis von Inklusion bei den Bürgerinnen und Bürgern bei euch vor Ort in den jeweiligen Sozialräumen? Ina, dein Mikro ist an. Lass mal loslegen. Also ich gehe selbstverständlich, und das mache ich schon sehr lange, vom weiten Inklusionsbegriff aus. Das heißt, jeder kann überall dabei sein, jeder wird überall akzeptiert, um diesen Begriff nochmal aufzugreifen mit der Akzeptanz, den ich sehr, sehr gut finde, weil es tatsächlich darum geht, dass jeder so, wie er ist, in seinem persönlichen Dasein akzeptiert wird. Die Bürger bei uns in Erlangen, ich kann jetzt nur punktuell natürlich erzählen, ich kenne ja nicht alle 13.000 Menschen, es wird langsam, wenn wir von Inklusion sprechen, ist nicht gleich das Bild von dem behinderten Schüler im Kopf, sondern es wird tatsächlich langsam so, dass die Menschen auch verstehen, dass Inklusion mehr als behinderte Schüler ist. Sehr zäh, aber es tut sich was. Okay. Ich spiele mal den Ball weiter nach Schneverdingen. Ich mache einfach eine Runde diesmal, Erik. Ja, darfst mich gern ansprechen. Ich habe vorhin, als du vorgelesen hast aus dem schlauen Buch der Vielfalt, so gedacht, diese Definition des Sozialministeriums, die ja zumindest explizit nur, in Anführungsstrichen, Menschen mit Behinderung. Danke, Jessica, das brennt mir schon die ganze Zeit in den Nagel. Danke. Ich habe extra nicht aufgeworfen, weil ich ins Bayern komme. Unfassbar. Ja, ich wollte sagen, also wenn Erik mich aussprechen lässt, ich finde, genau solche Definitionen stehen uns ja manchmal in der täglichen Arbeit ganz schön im Weg. Weil wir genau das ja nicht wollen, sondern ich weiß gar nicht, inwiefern ihr anderen Koordinatoren das wisst, wir in Schneverdingen ja in einer Arbeitsgruppe durchaus die Zielgruppe Schneverdingen für alle haben. Das meint dann wirklich alle. Und dann sind wir nämlich ganz schnell bei Rahmenbedingungen, die sich ändern müssen, und bei Barrieren, die aus dem Weg gehören, und nicht bei Menschen, die wir verändern müssen, sondern man muss einen ganz anderen Zugang finden. Gib mal weiter nach Rostock. Und zack, ab nach Rostock. Endlich. Hallo. Also ich würde sagen, unser Verständnis hat erstmal sozusagen die grundlegende Überlegung, die wir auch vertreten, dass Vielfalt eigentlich Alltag ist. Also wir erzeugen nichts Künstliches, sondern Vielfalt ist selbstverständlich. Das ist eine Grundannahme, die erstmal stehen muss. Und die zweite Grundannahme ist, dass das keine, also sozusagen, das ist nicht schwierig und das ist kein Hinderungsgrund, sondern das ist eine Bereicherung und was Positives. Und das ist das, da versuchen wir für zu werben, gerade in der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist so ein bisschen schwierig, weil man ja schnell dabei ist, okay, Vielfalt ist da, da gehen noch welche mit, aber jetzt ist das auch noch eine Bereicherung, dass wir verschieden sind, dass es Lebensentwürfe gibt, spannende Geschichten, die es zu erzählen gibt. Daran arbeiten wir viel. Und der zweite Schritt ist dann, dass es die Überzeugung gibt, dass die Gesellschaft die Verantwortung hat, jedem Mitglied gerecht zu werden. Das ist die Grundannahme. Das ist das Diversity Management, was du gesagt hast, Grazia. Okay. Wir haben so ein bisschen überlegt, wie es in Rostock aussieht, weil bei uns ist immer so die Frage, wo sind denn die Menschen mit Behinderung? Wo sind denn die Menschen mit Migrationshintergrund? Und ein Problem, was wir in Rostock haben, ist, dass wir kaum Durchmischung haben. Also wir haben schon alleine durch verschiedene Mietniveaus, ist Rostock als Großstadt sehr stark aufgeteilt. Es gibt Stadtteile, wo Menschen mit Migrationshintergrund wohnen. Und in der Innenstadt, kann man ruhig sagen, da sind sozusagen die weißen Menschen Reichen der Mehrheitsgesellschaft sind eher unter sich. Und das ist ein großes Problem, weil ein Baustein von Inklusion ist ja, sich zu begegnen. Wir müssen uns begegnen, dann wächst Verständnis. Schön viel, ne? Da hast du bei uns auf dem Dorf natürlich einen Vorteil. Also Dorf ist ja zu klein gemacht, aber Schneverding hat das natürlich nicht in dem Ausmaß und spätestens an den Schulen durchmischt sich hier alles.
Ah, okay, weil ich glaube, das ist das Schwierige, wenn man das auch sieht bei Stadt- und Quartiersentwicklung, dass man nicht zwingend das immer mitbedenkt. Ne? Also man setzt dann gewisse Einrichtungen gerne an den Rand, weil da ist noch Platz. Was das aber mit der Gesellschaft macht und dass es Begegnung verhindert, wenn ich meine Stadt so aufteile, das war halt, glaube ich, viele Jahre nicht bewusst. Und in dem Moment, wo ich jetzt mehr Wert aufs Quartiersmanagement lege, besteht die Hoffnung, dass sich das Ganze doch tatsächlich ja wieder durchmischt und wir Vielfalt tatsächlich auch im Alltag mehr leben. Also gut, Vielfalt wird bei uns schon sehr bewusst gelebt. Wir haben ja Siemens als großen Arbeitgeber und hier die Universität, also sowohl medizinischerseits als auch Wissenschaft und Forschung. Und es gab jetzt vor ein paar Wochen eine Statistik, die Fluktuation bei jungen Menschen aus über 140 Ländern und mit verschiedensten Lebensentwürfen und Geschichten. Alle 3 Jahre krempelt sich im Prinzip 10-20% der Bevölkerung hier nochmal komplett um. Also es gehen Menschen, es kommen ganz viele wieder dazu. Und dadurch ist also diese Durchmischung bei uns schon sehr gut gegeben. Und es gibt ja auch das Büro für Chancengleichheit und Vielfalt hier, was direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt ist. Also diese bewusste Vielfalt ist schon angekommen in Erlangen. Ich denke auch, also dieses, was wir natürlich hier auch merken, ist dieses, was habt ihr ja auch eben gesagt, Begegnung ist ganz wichtig. Wir haben, denke ich, immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn es so einfache Dinge sind wie im Bereich Freizeit, wo ich sag mal, viele Dinge keine Rolle spielen, wie gut man die gleiche Sprache spricht beispielsweise, dass da ganz viel passiert in solchen heterogenen Gruppen. Das, glaube ich, ist wirklich so eine Bereicherung, auch für die Menschen, die da sind. Ich glaube, man muss noch auch viel Überzeugungsarbeit leisten, weil es natürlich auch, es macht einem mehr Arbeit. Man muss sich nämlich die Gedanken machen, welche Rahmenbedingungen muss ich herstellen, damit sich jeder wohlfühlt und sich auch wirklich willkommen fühlt. Vielleicht nochmal. Grazia, ich muss nochmal kurz unterbrechen. Ich glaube, das muss schon ganz bewusst passieren. Es muss bewusst passieren, sonst passiert es nicht. Wir haben die Tendenz und die haben wir alle, gleich und gleich gesellt sich gern. Verschiedenheit ist wahrscheinlich evolutionär bedingt, dass es uns Angst macht, anders sein. Ich habe mal ein Zitat von Hannes Wader gelesen, der gesagt hat, wir müssen uns jeden Tag bewusst gegen Ausgrenzung entscheiden. Ja, vielleicht, ich spiele den Ball mal zu Herrn Schulte rüber mit einer anderen Fragestellung. Ist der weite Inklusionsbegriff sinnvoll? Und warum konnte es eigentlich nicht bei dem Begriff der Integration bleiben? Wir sind ja hier in einer Runde von Menschen, die sehr schnell Einigkeit herstellen können über bestimmte Grundannahmen. Und das ist ja, glaube ich, schon an sich mal ein großer Fortschritt, dass das so ist. Also dass ja niemand hier in der Runde davon ausgeht, dass es nur um eine, wie soll ich sagen, um ein, ich mag diesen Begriff des Merkmals, den das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz benutzt, den finde ich immer schwierig, aber also mache ich mal in Anführungsstrichen, dass es also nur um ein Merkmal geht. Da sind wir uns ja sehr schnell, hat sich gezeigt, einig. Ich würde aber gerne doch noch mal ein bisschen Wasser in den Wein zu schauen, wie muss ich das denn zeigen? Und für mich ist der erste Punkt, an dem sich das zeigen muss, ist, dass es die Sichtbarkeit dieser Unterschiedlichkeit gibt. Sichtbarkeit ist das A und O. Auch wenn ich mir anschaue, was in den letzten 40 oder 50 Jahren im Bereich der LSBTIQ-Community passiert ist und auch erreicht worden ist, dann ist es vor allen Dingen über Sichtbarkeit passiert. Und wenn ich mir anschaue, was seit ungefähr 10 Jahren passiert, wo ja doch Strömungen massiver werden, die sich auch explizit gegen die Akzeptanz von LSBTIQ einsetzen, dann greifen sie immer zuerst da an, indem sie es entweder verbieten, da können wir nach Osteuropa gucken, ne, Russland als Vorreiter und dann Polen, Ungarn und so weiter. Oder es, wenn sie es nicht verbieten können, es sozusagen diskreditieren. Das heißt also so abfällig machen. Sowas wie, habt ihr denn nicht schon genug? Oder muss ich mir das denn immer angucken, dass ihr Händchen halten durch die Straße lauft?
Ja, also wo ich erlebe, dass Sichtbarkeit offensiv in Frage gestellt wird. Das ist eine neue Tendenz, die ich sehe, und dass das auch bejaht wird. Also nicht mehr verschämt, sondern dass es auch bejaht wird. Ich bin so. Auf der anderen Seite sehen wir, dass es große Fortschritte gibt, aber ich sehe oder beobachte auch, dass es in Kreisen, wo Menschen sagen, ja, selbstverständlich gehören alle dazu, dass dann dieser Aspekt nicht genannt ist. Ne, dass man dann doch, also bei den Beispielen, wenn es um die Aufzählung geht, gerne bei den Menschen mit Migrationsgeschichte bleibt oder bei den Menschen mit Beeinträchtigungen bleibt und gerne da natürlich auch die körperliche Beeinträchtigung im Wesentlichen nach vorne schiebt, weil das ja dann immer das Thema ist, ach so, die können den Hausflur nicht erreichen, also müssen wir mal eine Rampe bauen und dann ist das alles schon wieder erledigt. Und ich meine, Sie alle wissen, dass es mir überhaupt nicht darum geht, dass das natürlich absolut richtig und nötig und wir viel zu viel hinterher sind, auch wenn wir andere Länder anschauen, ne, was die Ausstattung anbelangt. Das ist gar nicht, das sollte da gar nicht die Kritik sein. Aber also ein Wunsch, eine Bitte ist, auch bei den eigenen Veröffentlichungen, beim eigenen Themenfeld hinzuschauen, zu gucken, bin ich da nicht auch ein Stück weit eingeschränkt in meinen Themenfeldern. Und die Frage war ja, war, ob der weite Integrationsbegriff, Inklusionsbegriff sinnvoll ist oder warum wir nicht bei Integration bleiben können. Und für mich ist Integration etwas, was eine Gesellschaft definiert und dann von anderen erwartet, dass sie da zupassen. Also dass sie so ein bisschen wie das Mosaiksteinchen, was dann da jetzt, oder Puzzle, was da noch dazu fehlt, und dann passt sich das Puzzle an. Bis zu einem gewissen Grad ist das immer so. Also wenn ich in Gesellschaften bin und mit etwas konfrontiert bin, mit einer Eigenheit, die ja, wenn ich es ein bisschen größer sehe, jeder von uns hat, dann bin ich natürlich darauf angewiesen, dass ich mich vorstelle und sage, guck mal hier, ich habe auch was dazu beizutragen. Aber ich würde das nicht als Integration bezeichnen, sondern ich würde sagen, hey, per se gehöre ich dazu. Dieses Recht lasse ich mir nicht nehmen, weder rechtlich noch also von der Vorstellung her. Ne, dass also es eine Gruppe von Menschen gibt, die sagt, wir wissen, wie es geht und du kommst dazu, okay, dann passe ich mal schön an. Also Integration hat sehr stark für mich diesen anpasserischen Effekt an einen Frame, einen Rahmen, den ich selber nicht mitgestalte. Und das würde ich sagen, das ist nicht in Ordnung, denn wir reden auf gleicher Augenhöhe. Deswegen ist uns der Begriff Gleichwertigkeit so wichtig. Denn der Integrationsbegriff geht ja nicht von der Gleichwertigkeit aus, sondern er geht davon aus, ich weiß, wie es geht und du musst jetzt mal gucken, dass du da hinkommst. Und die Hürden setze ich dir so oder niedriger, je nachdem, wie ich dann so gestrickt bin. Aber das kann nicht das Gesellschaftsmodell sein. Gleich an der Stelle mal so ein bisschen eine kleine Provokation, auch in die Runde, die Frage. Inklusion widerspricht der Natur des Menschen und muss entgegen seiner Urinstinkte erlernt werden. Warum sollte man das tun? Vor allem dann, wenn es hart auf hart kommt. Was denkt ihr dazu? Also ich denke, es muss tatsächlich erlernt werden und es ist vor allem, wenn es hart auf hart kommt, wichtig, das auch mitzudenken, weil wenn es hart auf hart kommt, kann jeder selber auch direkt durchs, in Anführungszeichen, Raster fallen. Also es kann ja jeder von heute auf morgen eine Behinderung bekommen, jeder kann von heute auf morgen in die Situation kommen, dass er mit Armut konfrontiert wird oder mit anderen sogenannten Teilhabeeinschränkungen. Und ich finde, dass es schon tatsächlich auch bereits im schulischen Bereich dafür eine gewisse Sensibilität erzeugt werden sollte. Okay. Ich sehe, Erik brennt schon auf den Nägeln. Ja, ich hatte so ein bisschen mit dem Begriff des Erlernens. Also Studien sagen zum Beispiel, dass wir bei den Kindern, die jetzt gerade in der Schule sind, also zum Beispiel im Grundschulbereich, müssen wir uns um Inklusion weniger Sorgen machen, weil die mit einem ganz anderen Verständnis von Vielfalt groß werden. Also die junge Generation, die ja sich sowieso viel einsetzt fürs Klima, hat da große Vorteile hat schon sehr viel mehr im Herzen für das Bewusstsein von Vielfalt und die
sozusagen die Akzeptanz des anderen. Deswegen hadere ich so ein bisschen mit dem Erlernen. Die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist, wie wollen wir eigentlich miteinander leben? Und das ist die Frage, die als Richtschnur ganz gut funktioniert. Und vielleicht für die Eltern unter uns, das betrifft mich ja auch, ich stelle mir die Frage, wie wünsche ich mir denn, dass sich mein Kind verhält? Ja, das Gute ist ja, dass wir, ob es jetzt vom lieben Gott ist oder von der Natur, wir haben eben die Fähigkeit, uns auch ins Gegenüber hineinzuversetzen. Das, was Herr Schulte gesagt hat, wir spüren seit auch der Zeit so von der AfD einen Ruck wieder dahin, sich abzugrenzen und das auch deutlich auszusprechen. Zuerst verroht die Sprache und dann alles andere. Also ich verteile mich jetzt gerade ein bisschen, Entschuldigung, aber sich ganz bewusst dafür zu entscheiden, das ist wichtig und die Frage, die dahinter steckt, wie wollen wir miteinander leben, auch wenn es hart auf hart kommt. Ich würde gerne kurz an Erik und die Kinder anschließen. Weil ich das tatsächlich ganz spannend finde. Und du sagst, die müssen das nicht erlernen. Nee, ich glaube, wir müssen aufhören, Kindern das abzutrainieren. Ich glaube nämlich tatsächlich, Kinder sind total offen. Und alles, was die in ihren ersten Jahren erleben, ist für die völlig normal. Und wenn wir alle grüne Männchen wären, es wäre für Kinder vollkommen in Ordnung. Ich möchte mal so ein Beispiel bringen. Meine drei Kinder haben alle den gleichen Kindergarten besucht. Und in diesem Kindergarten gibt es eine Marienkäfergruppe. Das ist eine Regelgruppe und es gibt eine Eulengruppe, das ist eine integrative Gruppe, glaube ich. Und meine Kinder waren alle in der Marienkäfergruppe und als mein ganz Großer dahin ging, waren die sehr säuberlich voneinander getrennt. Also es gab keine Durchmischung der Gruppen im Gebäude, die haben sich draußen manchmal getroffen, aber eher selten. Und entsprechend fand mein Großer alle gruselig, die in der integrativen Gruppe waren, weil das kannte er nicht. Und wenn dann da ein Kind mit einer auffälligen Behinderung war, das fand er eher spooky. Bei meinen beiden kleinen Kindern wurden die Gruppen geöffnet. Seitdem durchmischt sich das da alles. Und mein Jüngster hat natürlich Freunde in allen Gruppen. Also zumindest vor Corona gehabt. Ich weiß nicht, wie es nach den Schließzeiten läuft. Aber bis dahin, das war für den doch völlig egal, wer ist. Und ich glaube, das ist das, was ich meine. Ne? Ich glaube, wir trainieren Kindern da was ab, indem wir selber als Erwachsene, dusselige Erwachsene, aufmerksam machen auf etwas, was die Kinder gar nicht so wahrnehmen oder es ist ihnen zumindest total egal. Ich glaube, bei Kindern geht es nur um eine einzige Frage. Ist derjenige nett, der mir da gerade gegenübersteht, oder ist er nicht nett? Und dabei spielen ganz viele Dinge überhaupt gar keine Rolle, weil wenn derjenige nett ist, dann sind die Freunde, und zwar ziemlich schnell. Und wenn der nicht nett ist, dann ist der für immer doof. Ganz egal, ob der irgendwelche, wir waren vorhin bei den Merkmalen, ne, irgendwelche Merkmale mitbringt, die uns auffallen würden, wo wir sagen, oh, guck mal, oder nicht. Wenn der nett ist, ist das dem Kind egal. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, das einfach als normal mitzuleben für Kinder, weil dann haben wir viele Probleme nicht, wie Erik sagt, dann wachsen die ganz anders auf und das tun sie schon ein bisschen und ich glaube, da geht aber immer noch mehr. Ich denke auch, Kinder werden nicht mit Vorurteilen geboren, ne? Ich glaube, das ist genau ein ganz wichtiger Aspekt. Ich wollte nur einen kurzen Satz dazu. Das Problem ist, dass das System, wie es hier ist, immer noch darauf aus ist, schon früh alles zu sortieren. Das ist ein Problem und das machen uns andere Länder vor, dass das nicht nötig ist, dass wir schon Kinder, wenn sie, keine Ahnung, 10 oder 11 Jahre alt sind, dann entscheiden, wer hier Arzt wird und Anwalt wird. Das ist nur ein Aspekt. Wenn es für Kinder normal ist, Menschen mit Einschränkungen zu sehen, also sei es jetzt, wenn ich mit dem Blindenstock unterwegs bin und die Kinder fangen dann an zu fragen und die Eltern blocken dann aber komplett ab. Also es muss tatsächlich die Elterngeneration bereit sein, auch aufzuklären und Vielfalt auch zu erklären, dass wieder diese berühmt-berüchtigten Merkmale, dass jeder Mensch verschiedene Merkmale hat und das aber dann nicht unter den Tisch gekehrt wird, auch genauso mit den händchenhaltenden schwulen oder lesbischen Paaren. Man muss es den Kindern erklären und wie ihr schon gesagt habt, Kinder akzeptieren und gut ist. Und man darf nicht... Das darf nicht schambehaftet sein bei Eltern, weil das übertragen die Kinder ja sofort, ne? Das würde ich gerne unterstützen, gerade das Letzte. Ne? Also man sieht so viele Situationen, wo Kinder unbefangen auf etwas ihnen nicht
Unbekanntes zu gehen und dann Fragen stellen, warum machst du das so, warum sitzt du da in dem Rollstuhl, warum hast du diesen Stock dabei? Und die meinen das in keiner Weise diskriminieren, sondern die wollen das ist dieses Interesse haben, dieses ich sehe, dass die Welt eben auch anders ist, als ich sie gerade wahrnehme oder so kenne. Und das ist eher, läuft eher über den Faktor des Interessanten, des Neugierden, des Neugierigen, weil Kinder wollen in die Welt, die wollen entdecken. Und die zweite Geschichte ist, ich glaube, wir haben eine Geschichte hinter uns und leben sie auch teilweise noch, obwohl es ja viel, viel verbessert ist, wo diese Grundidee, dass Menschen kooperative Wesen sind und niemals überlebt hätten, also evolutionsgeschichtlich auch nicht überlebt hätten, wenn sie nicht kooperiert hätten. Und wir haben aber aufgrund der faschistischen Vergangenheit und die sich ja bis in die Nachkriegszeit massiv weitergetragen hat, diese Idee der Ungleichwertigkeit und damit gleichzeitig auch des Abgrenzens und des Sagens, was ich in Dingen wie Geiz ist geil, Parolen von Mediamarkt und anderen niederschlägt, wo sozusagen das Individuum an der Stelle in einer Weise überhöht wird, dass man nicht mehr sieht, dass wir auf der einen Seite individuell und auf der anderen Seite, und das ist wie eine Medaille, und das sind verschiedene Seiten. Und was wir machen häufig im Bewusstsein ist, dass wir es auseinandernehmen und sagen, ja, das ist ein bisschen das Soziale. Und dann wird das so ein bisschen lächerlich gemacht. Und auf der anderen Seite, ja, aber es geht doch darum, dass du vorankommst. Und aber zu sehen, dass selbst diejenigen, die vorankommen oder die bestimmte Fähigkeiten haben, die sie doch auch entwickeln sollen, dass die nur entwickeln können, wenn sie die im Team entwickeln. Es gibt also, die Untersuchungen sind kilometerlang, die das zeigen, dass Menschen, die im Team arbeiten, Menschen, die zusammenarbeiten, dass die erfolgreicher sind. Und das kann man bis in die Genderfrage runterbrechen. Also warum sind Frauen an einer bestimmten Stelle einfach erfolgreicher? Weil sie das besser an bestimmten Stellen besser können. Und das setzt sich natürlich auch Stück für Stück durch, aber immer noch viel zu wenig. Mir gefällt dieser letzte Inklusions-, also dieser Begriff, den die Charta der Vielfalt hat, sind viele wichtige Dinge drin, weil sie den Fokus darauf legt, die Behinderungen wegzunehmen, die Stolpersteine wegzunehmen, das, was sozusagen im Weg steht, damit wir dahin kommen. Und das war jetzt aber wirklich eine schöne Überleitung zum Schluss. Einfach nochmal auch vielleicht von jedem einen kurzen Satz. Was können wir denn gemeinsam dafür tun, den weiten Inklusionsbegriff, ja, dafür ein stärkeres Bewusstsein in der Gesellschaft zu erzeugen? Ja, ich finde, wir können das einfach vorleben, gute Beispiele sein und also in meinem Fall natürlich das auch an meine Kinder weitergeben, die dann ja wieder Multiplikatoren sind in ihrem sozialen Umfeld, Klassengemeinschaft und so weiter. Ich glaube, ich möchte mich dem, was Ina gesagt hat, anschließen. Wenn ich diese positive Grundhaltung jeden Tag mitnehme, wenn ich das in mein eigenes Handlungsfeld hineintrage, wenn ich auch meine Familie, meine Tochter das mit auf den Weg gebe, wenn das jeder tut für sich, dann multipliziert sich das von ganz alleine. Ne? Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir, glaube ich, jeden Tag aufstehen und mit Überzeugung für unsere Grundeinstellungen hier eintreten. Dafür kennt man uns. Wir werben, wir haben Öffentlichkeitsmaßnahmen sensibilisieren. Wir haben für Vielfalt geworben auf ganz vielen Plakaten in Rostock und sind immer ansprechbar und Anlaufstelle für alle. Und ich glaube, das ist schon eine gute Basis. Wichtig ist, dass das Thema auch, dass es eine Erfahrung, die wir gemacht haben, mit einer gewissen Leichtigkeit trotzdem daherkommt. Also wir brauchen hier keinen erhobenen Zeigefinger, sondern einfach, das macht Spaß, uns zu begegnen. Man kann auch gerne mal zusammen, Grazia, du weißt das, wir können gerne mal zusammen ein bisschen rumalbern. Ina ist, glaube ich, die da auch ein besonderes Beispiel für ist, dass da so ein bisschen auch Spaß und Freude mit einhergeht. Das ist das Wichtigste. Und wir treten so mit dem Grundsatz an, dass das sozusagen für alle nützlich ist, aber für einige eben notwendig. Und das verstehen die Leute. Es ist nützlich für alle, aber einige ist es für einige notwendig. Und das mit der Portion Humor und dann klappt es schon. Jessica.
Ja, ich habe hier gerade ganz großen Spaß, weil ich Quarantänekinder hier rumhüpfen habe, an die ich auch ganz viel gerne weitergebe. Aber sie sind jetzt wieder verschwunden. Deshalb, ich schließe mich auf jeden Fall Anja und Ina an. Ich finde, lasst uns auch bei den Jüngsten anfangen. Ich glaube tatsächlich, wie sagt man, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Kleinen nicht vergisst, weil da ist der Boden, auf den wir sehen, auf jeden Fall am fruchtbarsten. Und ich glaube auch, dass da der Ertrag am Ende am größten ist. Die sollen das erleben, die sollen mit möglichst vielfältig verschiedenen Menschen Kontakt haben können, damit sie das einfach, diese Vielfalt als normal behalten, im Herzen behalten. Vielfalt ist was Schönes und Normales und dann ist das einfach irgendwann eine Selbstverständlichkeit. Das hilft uns vielleicht nicht mehr so doll, aber auf jeden Fall den nachfolgenden Generationen. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, man soll einfach keine Angst haben vor dem Thema Inklusion. Einfach mal machen. Und es klingt nicht immer alles auf Anhieb. Und einfach mal wirklich den Mut haben, was zu versuchen, sich Unterstützung zu holen und einfach Begegnungsräume zu schaffen. Und dann hoffen wir auf ein exponentielles Wachstum im Positiven zum Inklusionsverständnis. Ich glaube, es war eine schöne Runde. Das ist ein Thema, worüber wir uns noch sehr lange austauschen könnten. Es kann viele Facetten erstmal nur anreißen. Und von daher in diesem Sinne, ich danke euch und Ihnen für diesen tollen Austausch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tag. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.